anfangen, ohne dass wir wissen, woher Kain und Abel das Wissen, das tun. Wir sehen noch nicht, dass Gott das als geboten hat. Wir können das gar nicht ganz erahnen. Aber wir sehen, dass Kain und Abel schon in 1. Mose Kapitel 4 Opfer bringen zu Gott. Und Opfer ist eine Form von Anbetung. Der eine bringt ein Opfer von Tieren, Blut, der andere bringt ein Opfer von seinem Feld. Gott nimmt das eine Opfer an, das andere Opfer nicht. Und wir sehen schon da ganz, ganz früh, dass der Mensch in irgendeiner Art und Weise ausdrückt, es gibt jemandem, dem ich danken will. Ich denke gerade an ein Zitat von jemand, der beteiligt war, die Concorde, dieses Flugzeug zu bauen. Und er ist Christ geworden später. Aber er hat gesagt, nachdem sie es fertig gebaut haben und alles gemacht haben, hat er ein Interview. Und da sagt er, ich würde gerne wissen, wem kann ich danken für mein Leben? Wir haben sowas Besonderes gebaut, damals so schnell Überschall oder was, Flugzeug, ganz besonders. Und er sagte, wem kann ich denn danken für mein Leben, für das, was wir gerade machen? Und er kam später zum Glauben. Er sagt, dann erzählt er nochmal davon. Ich habe entdeckt, wem ich danken kann. Gott, mein Leben, meine Gedanken. Und also der Mensch hat schon von vornherein, seit Adam und Eva, in irgendeiner Art und Weise etwas, wo er Anbetung ausdrückt. Ich denke an Noah. Wir lesen auch nicht, dass Gott das in dieser Form schon alles erklärt hat, wie das genau auszusehen hat. Aber Noah bringt ein Opfer, baut den Altar, opfert die Tiere. Wir sehen bei Abraham schon, der hat ganz viele Opfer Gott gebracht. Und wir sehen auch schon zur Zeit von Abraham Götzen. Wir wissen nicht, wie früh sie anfingen mit den Götzenbildern. Aber wenn wir in die Bibel hineinschauen, dann sehen wir eigentlich ganz, ganz schnell, dass Menschen, dass Menschen irgendeine Art und Weise etwas anbeten. Etwas, und ich will einfach so eine einfache Definition reingeben, weil jemand sagte mir, anbeten hat doch immer mit Musik zu tun, immer mit Singen zu tun. Ich habe gesagt, von dem, wie ich die Bibel sehe, weil hier kommt kein Singen vor bei Kain und Abel, bei Noah kommt noch kein Singen vor. Aber was wir sehen, Anbetung ist, wenn ich etwas oder jemandem mit Herz, mit Seele und Leib, meine Zeit, meine Geld, Aufmerksamkeit, Beziehung, Freizeit weihe. Hier zum Beispiel Kain und Abel, sie weihen das Beste, zumindest Abel, Gott, sie weihen die Erstlingsfrüchte. Gott sagt auch, gebt mir die Erstlingsfrüchte. Ich finde in dieser Person, Gott oder einem Superstar oder irgendwas, einem Objekt, meinen Sinn, meine Freude, meine Hoffnung, meine Sicherheit, meine Erfüllung. Ich suche diese Person oder dieses Objekt auf und suche primär darin meinen Trost in schweren Zeiten oder wenn ich frei habe, ist dies meine erste Anlaufstelle. Jesus sagt, wenn ihr müde und beladen seid, was sollen wir tun? Kommt zu mir. Und Satan will anbieten alle möglichen Quellen, alle möglichen Orte, wo wir unseren Last abladen kann an Medien, allen möglichen Sachen, die ein Ersatz sind. Wenn wir uns freuen, dann, also ich rufe meine Frau, wenn irgendwas Schönes passiert ist, dann schreibe ich oder rufe ich sie an, Schatz, irgendwas Schönes ist passiert. Und das ist ja auch in Ordnung. Aber Gott ist ja nicht nur irgendwie weit weg. Er will Teil davon sein. Anbetung. Also heute, wenn ich über Anbetung rede, dann rede ich über Anbetung viel umfassender als einfach nur im Gottesdienst. Wenn ich darüber nachdenke, ich will mal kurz da reinspringen, was Anbetung mit uns machen kann. Wie Anbetung uns verändern kann. Die Bilder scheinen ein bisschen komisch. Aber der Gedanke ist, wir beten an und werden durch Anbetung verändert. Ich gucke hier eine Frau an, ich weiß nicht, wie sie heißt. Ich habe einfach eingegeben, OP, Schönheits-OP. Und dann hatten wir ein Bild hier von einer Frau, die gesagt hat, das ist schön. Ich finde das nicht schön, aber worum es mir geht, ist, sie hat Zeit, Geld. Ich wollte nicht die ganzen Bilder mit allen möglichen Körperteilen, die operiert werden. Aber einfach nur, wenn jemand sagt, mein Körper ist mir wichtig. Mein Körper ist sowas, dann stecken Leute, ich habe gelesen, über 500.000 rein an OPs. 500.000 nur an den Körper. Ich habe Schalke Fußball, wenn jemand sagt, Fußball ist mein Leben. Da gab es noch ganz andere Bilder, wo der ganze Körper, der Kopf tätowiert ist mit allen möglichen Fußball-Logos.
Ich habe einmal gegeben, was ist, wenn ein Mensch und ein Hund sich ähnlich sehen, also die sich angleichen. Einfach mal zu gucken, er liebt seinen Hund, sieht seinem Hund ein bisschen ähnlich. Unten ist vielleicht manch einem bekannt, Marilyn Manson ist ein Sohn von einem Pastor, unten rechts, aber er ist Satanist. Und er hat ganz bewusst sich entschieden, er sagt auch, ich habe mich abgewandt von dem Glauben meiner Eltern, ich folge Satan, und wenn man sein Leben, wenn man ihn anschaut, dann spiegelt allein schon sein Aussehen wieder, was in ihm so vorgeht. Und ich würde gerne mit uns jetzt ein paar Verse, beziehungsweise ihr könnt die gerne vorlesen, genau, damit das in der Kamera auch ist, bitte ich einfach, wer liest, aufzustehen. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stellen. Also ich brauche 6 Personen, 6 Freiwillige, ihr müsst nicht nach vorne kommen. Aber dass wir einfach mal vorlesen, einige Stellen, nicht alle, einige Stellen, wo wir lesen, was sagt Gott zu Lobpreis, Anbetung. Betty, fängst du an, dann gibst du es einfach weiter. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand und mit all deiner Kraft. Doch es wird die Zeit kommen, sie hat ja sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil die vor seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden, Gottes Geist, und die, die ihn anbeten wollen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Es ist so, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zu Ehre Gottes. Aber ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen, damit ihr verkündigt, wie unübertrefflich er ist. Denn vor dem Namen Jesus wird einmal jedes Knie gebeugt, von allen, ob sie im Himmel sind, auf der Erde oder unter ihr. Und jeder Mund wird anerkennen, Jesus Christus ist Herr. So wird Gott, der Vater, geehrt. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus, dem Herrn. Also in diesem ist die Reise, auf die ich uns mitnehmen will. Wir lesen nicht immer das Wort Anbetung, aber wenn wir Anbetung nochmal vor Augen halten, etwas, wo ich meine Liebe, meine Zeit, mein Geld, meine Gefühle investiere, wo ich hervorhebe, das ist besonders. Kain und Abel haben beide Gott angebetet. Wir lesen Hebräer, Kain tat es nicht in Glauben, Abel wurde gerechtfertigt in seinem Opfer durch sein Glaube. Das ist Gott, das gehört ihm. Das ist ein Zitat aus Hebräer, wo wir sehen, der opfert und er tut es im Glauben. Und wir sehen eine Welt voller Anbetung. Erstmal haben wir zig Religionen. Die mitgrößte Religion der Welt, die immer weiter wächst, ist Islam. Ich weiß nicht wie viele, aber offiziell beten die 5-mal am Tag. Knien sich hin, beten ein gewisses Gebet, waschen sich. Wir haben Buddhisten, Hindus, evangelisch, katholisch. Wir haben ganz viele verschiedene, die etwas, jemanden anbeten. Ich war mit den Friends for Dinner Indern. Ich fand das so, das ist für mich immer noch so verrückt. Wir hatten 2 Hindus und ich hatte gefragt, wie viele Götter habt ihr denn? Hat jemand eine Ahnung, was die gesagt haben? Also die Antwort, die ich bekommen habe, war 88 Millionen. Also ich weiß nicht, wo ich anfangen soll, wo ich aufhören soll. Die haben gesagt, du kannst alles anbeten. Von Haus bis Auto bis Baum bis Fliege, kannst alles anbeten. Die sind alle glücklich. Worum es mir geht, ist, also da wir sehen zum Beispiel eine Kultur, die sich bewusst sagt, das ist Anbetung. Ich kann mich erinnern, Pastor James Ram aus Indien, der war hier. Und er sagte, ihr seid ja noch bekloppter als wir in Anbetung. Im Christuszentrum Neuwied war der, ich habe mit ihm geredet, war schon ein paar Mal im Gefängnis, spannender Mann. Und er sagt, ihr seid ja noch verrückter, ihr betet eure Häuser an, das machen wir nicht, die sind nicht so schön. Ihr betet eure Autos an, so wie ihr die pflegt.
Also es war spannend von jemand, der aus einem Land kommt mit 88 Millionen Götzen oder Göttern, der sagt, ihr seid noch verrückter als wir. Er sagte, wir müssen irgendwo teilweise hin, um anzubeten. Ihr wohnt in eurem Tempel so ein bisschen. Und sagte, ihr kümmert euch so um eure Häuser, die leben da in ihren Holzhütten. Er sagte, ihr seid krass, wie ihr anbetet im Westen. Wir nehmen das nicht immer so wahr, aber jemand, der aus so einer Kultur kommt, die das definiert, anbeten, kommt hier hin und sagt, ihr betet viel an. Wir würden das gar nicht so sagen als westliche Menschen. Wir würden das nicht so definieren. Aber jemand, der das gewohnt ist mit diesen kleinen Tempeln und Götzen, der sagt, ihr betet an. Und das, so sehe ich das auch in der Bibel, dass Anbetung nicht etwas primär erstmal heute in dem Thema um Musik ist, sondern Gott hat uns alle geschaffen für Anbetung. Und der Sinn ist in ihm, unsere Fülle zu finden, ihn anzubeten. Er hat alles wunderbar gemacht. Ich gehe regelmäßig spazieren. Gestern war ich mit meinem Sohn alleine. Ich habe ihm jedes Mal verschiedene Blumen gegeben. Die hat er entweder gegessen oder kaputt gemacht. Aber ich konnte die ganze Zeit ihm eine neue Farbe, weiß, gelb, blau, grün. Ich konnte ihm irgendwas in die Hand drücken. Und Gott hat so wunderbar, die Vögel, die Bäume. Ich rede mit ihm, der versteht noch nichts. Tree, Baum. Und Wasser. Und Gott hat das alles wunderbar gemacht. Gott hat das gemacht, dass wir es genießen. Und indem wir es genießen und zum Ausdruck bringen, ist es eine Form von Anbetung. Wo wir sagen können, wow, dieser Sonnenuntergang, dieses Essen. Gott, ich lobe und preise dich. Wir haben es hier gelesen. Ob ihr esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Ob wir arbeiten, tut es zur Ehre Gottes. Egal was. Wir können es tun, wo wir sagen, Gott, du bist herrlich, du bist groß, egal was. Ich will einfach ein paar Sätze mitgeben. Die PowerPoint, die wird auch in die Gruppe gestellt zum Nachlesen nochmal. Gott will angebetet werden. Wir sehen von vornherein in irgendeiner Art und Weise, schon bei Adam und Eva, Kain und Abel, Anbetung ist da. Gott hat uns geschaffen für Anbetung. Gott verdient es, angebetet zu werden. Warum verdient es, angebetet zu werden? Ja. Warum verdient er es? Weil er der Schöpfer ist, genau. Genau. Ohne ihn können wir nichts tun. Ja? Alles kommt von ihm. Genau. Alex Dick hat gestern für seine liebe Frau, dass wir für sie beten. Genau, das war Alex Dick, dass wir für sie beten. Ich weiß nicht, ich glaube noch nicht, dass sie ihr Kind hat. Das ist also noch jemand Wunderbares anderes in der Gemeinde und betet da weiter für. Ich habe noch keine Antwort, wie es denn geht. Ich habe nur ihr geschrieben, der Frau. Wir beten für dich. Aber du, damit die Kamera das einfach hört, Ute hat gesagt, dass sie Gott anbetet und war im Auto auf dem Weg, wäre auf die Knie gegangen, das Bild von Tamir zu sehen, wo man auch für Tamir gebetet hat. Und ein Kind, das zur Welt kommt, Leben, das zur Welt kommt, das ist ein Geschenk und das ist Grund, angebetet zu werden. Gott schenkt Leben. Amen. Ja, Gott verdient es, angebetet zu werden. Und wir lesen, eines Tages werden alle Gott anbeten, unabhängig oder gut oder böse. Wir lesen, eines Tages werden alle Knie sich beugen. Alle. Und werden ihn anbeten, unabhängig, ob sie sagen, er ist mein Gott oder nicht. Wenn sie vor ihm stehen, knien werden, dann wird die Antwort sein, wow, das ist Gott. Wir wurden erschaffen für Anbetung von Gott. Ich glaube absolut, Erschaffung ist ein Teil des Sinnes von dem, warum Gott uns gemacht hat. Erschaffung von, wenn wir sagen, boah, es zu genießen. Also wenn zum Beispiel wir was
Essen und ich weiß, meine Frau hat es gemacht. Meine Frau macht Hammeressen. Ich bin sehr dankbar. Das Leben in der WG war ganz anders. All die Salate, Äpfel und Ramen-Nudels und so. Und meine Frau, und ich genieße das und ich merke auch, wenn meine Frau zum Beispiel sich ins Zeug gelegt hat für eine Mahlzeit, nicht so nebenbei, dann guckt sie auch, mag der Samuel das? Also wenn es nebenbei war, guckt die nicht, aber wenn die sich Zeit genommen hat, hat es dir geschmeckt, mein Schatz. Ja, das hat mir geschmeckt. Und was ich damit meine, sie hat etwas gemacht, das ich genieße und sie wartet wie auf eine Rückkopplung. Und Gott hat das Leben gemacht, Gott hat die Welt gemacht. Und ein Teil des Sinnes ist, immer wieder in ihm zu sehen, er ist der Schöpfer und wir dürfen ihm Danke sagen für alles, was er gemacht hat. Für alles. Genau. Wir beten alle Zeit etwas an. Das ist ein bisschen, gerne. Yes, Gott hat gesprochen und alles ist entstanden und er hat uns geformt, persönlich. Aber da war seine Hand, sein Atem im Spiel. Ja, ganz liebevoll, ganz persönlich. Wir beten alle Zeit etwas an, das heißt praktisch gesehen, wir sind alle Zeit in irgendeiner Art und Weise, sei es am Genießen, sei es am wütend sein, aber wir investieren uns in etwas und tausend Dinge schreien danach, dass sie angebetet werden. Satan will angebetet werden, das sehen wir im Himmel, in Ezekiel und Jesaja. Er will angebetet werden, Gott schmeißt ihn raus. Und bis heute, er sagt zu Jesus, schmeiß dich nieder und bete mich an. Zu Gott persönlich sagt er das. Er will angebetet werden. Und wenn ich Dinge sage, sage ich nicht, dass sie bewusst das tun, wie unser Auto oder Haus. Aber was ich damit sage, ist, sie wollen die Zeit und die Aufmerksamkeit. Sie wollen die Energie, sie rufen wieder nach, um das zu nehmen, was Gott gebührt. Unser Handy, ich habe mein Handy da liegen, unser Handy, das kann danach rufen, noch mehr Zeit, gib mir noch mehr Zeit, gib mir noch mehr Zeit. Unsere Hobbys, es geht hier nicht darum, dass alles falsch oder schlecht ist. Es geht aber darum, dass Gott gebührt alle Anbetung. Amen. Er sagt, liebt mich von ganzem Herzen. Wir haben das gelesen. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzer Seele, mit ganzem Verstand, mit all deiner Kraft. Das ist seine Aussage in einem Leben der Anbetung. Aber Dinge wollen, dass wir sie mehr lieben, dass wir mehr da investieren. Und es geht mir nicht darum, dass du im Kopf guckst, 8 Stunden Arbeit, also ist das Götzendienst. Ich muss weniger arbeiten und mehr Bibel lesen und beten. Wir lesen, ob ihr arbeitet, da könnt ihr auch anbeten. Es geht nicht um eine de facto Zeit, die du abmessen musst. Wie viele Stunden verbringe ich im Gebet und im Bibellesen, um ein guter Christ zu sein? Es geht darum, überall, alles, was wir tun, was aus unserem Mund kommt, unsere Gedanken, kann Gott gefallen. Wenn ich Gefallen habe an euch, ich freue mich, das kann Gott eine Ehre sein. Wenn ich mich freue darüber, was Gott tut, wenn ich auf der Arbeit bin, Gott, danke, dass wir eine Arbeitsstelle haben, danke, dass wir ein Haus haben, das ist Anbetung. Wir können aber die Sachen rufen danach, nein, ich will Aufmerksamkeit, die Sachen. Und ich habe einfach dieses Bild von gehabt, wir werden verändert und geprägt von dem, was wir anbeten, zum Guten oder Schlechten. Die Sachen, die wir anbeten, da, wo wir Zeit investieren, ich denke an Leute, die ins Fitnessstudio gehen. Das geht nicht spurlos vorbei. Die werden verändert. Ich denke Leute, die gewisse Sachen, also zum Beispiel, wenn ich immer wieder mir Filme reinziehe über Gewalt, es formt mein Denken, vielleicht auch mein Reden. Ich kann mich erinnern, ich habe einen Film geguckt und in dem Film wurde geflucht. Und in meinem Kopf liefen noch tagelang diese Worte. Ich habe sie nicht ausgesprochen, aber das war wie drin. Man hat das gehört. Ich kann mich erinnern, in der Schule. Sätze, und ich kann mich noch an einen Witz erinnern von Fritzchen aus der Schule. Also gewisse Sachen speichern sich ab. Worum es mir geht ist, das ist einfach nur jetzt Lappalie. Aber da, wo ich viel Zeit investiere, viele Gefühle, Geld, das prägt mein Herz. Das prägt meine Gedanken. Wenn ich sage, boah, wenn ich endlich die Kinder raus sind und in den Urlaub kann, also unsere Kinder, die kommen mit in den Urlaub und wir schlafen noch nicht aus im Urlaub, das fehlt mir schon mal im Urlaub, dann würde ich gerne mit Sarah zum Beispiel allein ins Schwimmbad oder so. Aber geht auch noch nicht. Immer einer passt auf die Kinder auf und einer macht was. Dann, boah, endlich, wenn die Kinder groß sind, dann können wir was zu zweit machen. Und dann kommt der Zeitpunkt. Und irgendwie bin ich immer noch enttäuscht, weil ich habe mir von diesem Moment so viel erwartet und der wird gut sein, der wird toll sein. Ich freue mich drauf,
Aber wenn ich jahrelang darauf hinarbeite, wenn endlich die Kinder raus sind, wenn die endlich groß sind, nichts kann mir so viel Freude geben, so viel Sinn, so viel Fülle wie Jesus. Amen. Aber wir können erwarten von Menschen, von unserem Ehepartner, dass sie uns Fülle und Sinn und Befriedigung geben. Aber das kann nur Gott. Aber ja. Ich bin dankbar für jetzt. Also ich bin wirklich dankbar für jetzt. Ich bin wirklich sehr dankbar. Die werden mir andere Kopfschmerzen bringen in der Zukunft. Aber jetzt ist nur kaputt machen von Sachen. Das ist in Ordnung. Und wir sind sehr dankbar dafür. Wir sind sehr dankbar für die Kids. Wir genießen das. Aber was ich einfach damit sagen will, ist, eine Erwartung, das soll mich erfüllen. Und dann arbeite ich darauf hin, dann spare ich darauf hin. Und es wird gut, aber nichts kann uns diese Fülle, diese Freude, diese Befriedigung geben wie Jesus. Und Anbetung hat immer mit Fülle zu tun. Ich habe mit Muslimen geredet, die 5-mal am Tag beten. Und die sagen sogar, das gibt mir was. Ich glaube das denen. Ich glaube, in irgendeiner, die sagen, ich fühle mich vor Gott in irgendeiner Art und Weise sicher, weil ich halte ja seine fünf Gebetseinheiten. Ich fühle mich dadurch sicher. Anbetung ist etwas, das uns auch erfüllt. Ich denke an Leute, die ins Fußballstadion gehen, was das mit ihren Gefühlen macht. Ich war noch nie im Fußballstadion. Ich habe nur Fußball geguckt bisher im Fernsehen. Aber ich weiß, wenn dein Verein verliert. Edo, du warst vor kurzem in irgendeinem Spiel, wo Bayern verloren hat, oder? Warst du? Ich habe mal Bilder gesehen. 2 sogar. Nicht mehr gucken gehen. Was macht das mit einem emotional? Also ohne das zu werten von Anbetung, was macht das mit einem emotional? Genau, man hätte sich mehr gefreut. Ich habe erlebt in der Schule... Ich habe erlebt, das ist jetzt ganz Jahre, das ist Grundschule. Bayern wurde ganz knapp Meister. Das ist gegen Schalke. Ein paar Sekunden irgendwie, ich kann mich erinnern. Und wir hatten einen Schalke-Fan in der Klasse, der war die ganze Woche sauer. Wir sind 10 Jahre alte Kinder. Und der war so sauer. Mann, das war unfair. Bayern hätte nicht Meister werden dürfen und so weiter. Was das mit einem macht. Anbetung prägt unsere Gedanken, prägt unsere Gefühle, prägt, wie wir Zeit investieren. Und es prägt uns. Und ich will jetzt ein bisschen weitergehen in, Gott will uns führen in Anbetung. Und hier kommt es jetzt wirklich, das war so ein bisschen die Einleitung, zu uns persönlich. Wir wollen als Kinder Gottes einen Lebensstil der Anbetung. Anbetung, wo wir sagen, Gott, ich will dich lieben von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzem Verstand und ganzer Kraft. Das wollen wir. Das ist das größte Gebot. Um anzubeten, brauchen wir Offenbarung. Brauchen wir Offenbarung. Kann jemand diesen Text hier vorlesen? Ich mache immer gerne mit euch mit. Das ist ein bisschen länger, Jesaja. Betty? Du kannst lesen, doch. In dem Jahr, als König Usia starb, sah ich den Herrn. Er saß auf einem hoch aufragenden Thron. Die Säume seines Gewandes füllten den ganzen Tempel aus. Umgeben war er von Seraphim. Jeder von ihnen hatte 6 Flügel. Mit 2 bedeckte er sein Gesicht, mit 2 seine Beine und mit 2 flog er. Einer rief dem anderen zu: Heilig, heilig, heilig ist Jahwe, der allmächtige Gott. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Von ihrem Rufen erbebten die Fundamente der Tempeltore und das ganze Haus wurde mit Rauch erfüllt. Da rief ich: Weh mir, ich bin verloren. Ich habe den König gesehen, Jahwe, den allmächtigen Gott. Und ich habe doch besudelte Lippen und wohne in einem Volk, das durch seine Worte genauso besudelt ist. Da kam einer der Seraphim zu mir geflogen. Er hatte mit einer Zange in der Hand eine glühende Kohle vom Altar genommen und berührte damit meinen Mund. Er sagte: Die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist gesühnt. Also wie gesagt, ich wollte am Anfang einfach setzen, Gott hat uns geschaffen für Anbetung. Wir beten alles Mögliche an. Wir beten nicht immer Gott an. In dem Sinne, liebe Gott von ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand. Manchmal lieben wir andere Sachen. Manchmal ist unser Fokus anderswo. Und wir investieren uns sonst wo und sagen, das ist meine Fülle, das ist meine Befriedigung. Ich will kurz auf das Thema auch zum Beispiel Kirche eingehen. Wir können Kirche mehr lieben als Gott. Also das System, die Gemeinschaft,
kann uns wichtiger sein als Gott. Lobpreis. Wir haben hier ein paar Leute, die in Musik dienen. Wir können die Musikzeit mehr lieben als Gott. Also das Gefühl der Gänsehaut, das Gefühl des Klanges kann uns mehr Freude machen und Gott in den Hintergrund drücken. Es ist möglich, dass wir gewisse Sachen machen. Ich kann hier predigen mit dem Ziel, dass man mir zuhört und mir Lob zuspricht und Gott die Anbetung wegnehmen. Also sogar etwas Geistliches. Wir werden darüber noch gleich reden, auch in Jesaja 1. Kann fehlgeleitet sein. Hier sehen wir, und hier will ich anfangen, Anbetung fängt immer mit Offenbarung und Erkenntnis an. Gott anzubeten in Wahrheit und Geist, Gott anzubeten von Herzen, ihn zu lieben, wir brauchen eine Offenbarung des Heiligen Geistes. Es ist nicht einfach nur etwas Rationales, okay, da ist ein Gott, ihm gebührt die Ehre, klar. Damit wir einen Lebensstil haben, ob wir essen oder trinken, ob wir arbeiten, brauchen wir den Heiligen Geist, der offenbart, es gibt einen Gott. Er ist der einzig wahre Gott. Jesus spricht zu Petrus, Matthäus 16, 16 bis 17. Petrus sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Und Jesus sagt, wie glücklich bist du, Simon Barjona. Das hat dir mein Vater im Himmel geoffenbart. Von einem Menschen konntest du das nie wissen. Petrus erkennt, ganz viele Leute sagen, Jesus ist ein Prophet, ein guter Lehrer, ein Heiler oder sonst was. Petrus sagt, nein, nein, du bist der Sohn Gottes, du bist der Messias. Und er sagt, das hat der Heilige Geist, Gott der Vater, dir offenbart. Damit wir einen Lebensstil führen, egal was wir tun, Gott anzubeten, brauchen wir den Heiligen Geist, der uns das zeigt. Jesaja ist hier und sieht Gott, er fällt hin und sein Leben, danach ist eine spannende Zeit. Gott sagt, predige. Und er sagt, du wirst ganz viel Erfolg haben und alle werden sich bekehren. Richtig? Was sagt Gott danach? Predige und keiner wird auf dich hören. Er kriegt einen Auftrag von Gott, eine Berufung, die sehr schwierig ist. Viele Rückschläge. Und dabei noch Gott anzubeten, dabei noch Gott zu loben. Dabei zu sagen, Gott, ich tue das für dich, unabhängig des Nichtlobes, unabhängig davon, dass Leute sogar voll gegen mich sind, kommt, weil er gesehen hat, das ist der heilige, große Gott. Und ich sage nicht, dass wir alle mit unseren Augen wie Jesaja das erleben müssen, aber in unserem Herzen ein Moment, wo wir die Bibel lesen und plötzlich sagen, das ist Gott, er ist für mich gestorben, er ist auferstanden. Das verändert, wie wir leben. Dann sagen wir von freiem Herzen, ich lasse los von Sachen, die mich abhalten. Manchmal ist es so, wir haben Hobbys und die sind nicht schlecht, aber Gott sagt, gib mir das. Ich will deine Zeit, sei es morgens, sei es Fußball, sei es Autos, was auch immer. Handy, Instagram, Gott sagt, gib mir da die Zeit. Und du merkst, boah, das fällt mir so schwer. Und wir erkennen plötzlich, boah, Gott ist so schön. Gott ist so heilig. Gott ist so groß. Wir kriegen eine Offenbarung und sagen, ich mache das so gerne. Die Jünger, 11 davon wurden umgebracht. Der 12. Johannes, den konnten sie nicht ganz umbringen. Gott hat Gnade mit ihm gehabt in der Folter und der hat es überlebt. Der wurde später auf einer Trage, ich glaube 2 Jahre getragen. Der konnte nicht mehr gehen, der war sehr schwach, aber der hat noch weiter gedient. Aber die haben alle viel durchgemacht. Aber sie haben gesagt, wir haben Jesus gesehen. Johannes, 1. Johannesbrief. Wir haben ihn gesehen, wir haben ihn gehört, wir haben ihn angefasst und davon reden wir. Und ich will uns ermutigen, das hier ist nicht noch eine Lehre, wie kann ich mich anstrengen, jetzt im Alltag an Gott zu denken, beim Essen, beim Autofahren, bei der Arbeit. Ich muss es auf mein Handy als Hintergrundbildschirm, dann sehe ich das. Ich muss das mehr irgendwie so Sticky Notes, so kleine Zettel, die man irgendwo aufklebt, auf den Kühlschrank, ins Badezimmer, bete Gott an, bete Gott an. Die Offenbarung von Gott macht das etwas von innen heraus. Ich will das. Erinnerungen können helfen, ist alles gut. Es ist jetzt nicht schlecht, aber indem wir Gott sehen, sei es in einer Lobpreiszeit sonntags, indem Gott sich offenbart in meiner stillen Zeit. Die letzten Tage der stillen Zeit waren sehr, sehr ermutigend. Sehr, sehr ermutigend für mich. Sehr erfrischend wieder. Sehr stark, sehr schön. Und in diesem so, boah Gott,
ich will dir mein ganzes Leben geben. Du bist einfach so gut. Du bist mein Versorger. Das kommt durch Offenbarung, das kommt durch Begegnung. Das können wir nicht erzeugen, so ab heute. In diesem Moment wird das passieren. Wir können dafür beten, wir können Gott suchen. Und er sagt, wer mich sucht, er wird sich offenbaren, der wird mich finden. Es ist eine Reise. Da, wo wir merken, Gott, das fällt mir schwer, dich anzubeten, dankbar zu sein, freut euch alle Zeit, seid dankbar alle Zeit, lobt den Herrn alle Zeit. Diese Aussagen, boah, das fällt mir voll schwer, ist nicht ein To-Do-List, bitte mach das mal, erinnere dich dran. Es ist eine Verinnerlichung durch den Heiligen Geist, wenn wir das offenbart sehen, ich will das tun. Deswegen, heute ist nicht eine Liste, bitte anbetet mehr, sondern der erste Schritt ist, sucht den Herrn. Und wir brauchen manchmal noch eine Offenbarung und noch eine. Aber wir sehen überall in der Bibel, ich denke an Ezekiel Kapitel 1, er sieht Gott in so einem ganz ungewöhnlichen Bild, das sind so Reifen mit ganz vielen Augen und er sieht das und fällt hin und betet Gott an. Wir haben Offenbarung Kapitel 1, Jesus kommt in der verherrlichten Form, aus dem Mund kommt ein Schwert, Augen wie Feuer, Erzfüße, also ganz, ganz herrlich. Weil wie reagiert Johannes? Der fällt hin, betet an. Also wir sehen immer wieder, dort wo Offenbarung ist, und wenn Leute Jesus erkennen, beten sie an. Immer wieder drücken sie es aus, sei es durch körperlich, sei es durch Lieder. Mein Gebet diese Woche war, Gott, ich will wieder so eine verrückte Gebetserhörung, weil ich lese gerade Samuel und Hannah wird schwanger. Und was macht Hannah, nachdem sie weiß, sie ist schwanger? Was ist das Erste, was wir lesen zumindest? Genau, die hat ein Lied, Gott, du bist so groß, du bist so gut. Und ich habe gesagt, Gott, ich will wieder eine frische Offenbarung, eine frische Gebetserhörung, ich wünsche mir das von Herzen, in diesem, ich will dir ein neues Lied singen. Aktuell ist es so, in meinem Leben, ich lese das Wort, Gott ist gut, ich preise Gott, weil ich weiß, er ist gut, aber ich will was Frisches, ich will frisches Manna. Ich will nicht die Erlebnisse von letztem Jahr, letzte Woche. Und ich sage, Gott, ich brauche eine neue Offenbarung. Ich will ein neues Lied, wie Hannah. Maria, als sie weiß, sie ist schwanger, sie geht zu ihrer Tante Elisabeth, redet mit ihr, die singen zusammen ein Lied. Und ich habe gesagt, Gott, ich will ein neues Lied auf meinem Herzen. Das ist so mein Gebet diese Woche. Es geht nicht um Musik, es geht aber um einen Lebensstil, Anbetung. Ich bete Gott jeden Tag an, wenn ich ins Auto steige, Gott, danke für dieses Auto. Wenn wir ankommen, Gott, danke, dass wir angekommen sind, heil. Wenn wir essen, Gott, danke, dass wir überhaupt Essen haben. Das ist Teil davon. Aber ich habe gesagt, Gott, ich würde gern wieder so eine Begegnung haben. Als einfach Ermutigung, auch für euch so, wir dürfen das erwarten. Für mich ist kein Gott, der im Urlaub ist. Er ist hier, er ist in deinem Leben und wir können erwarten, dass Gott wirkt. Ganz unterschiedlich, aber wir dürfen erwarten, Gott wirke in meinem Leben. Ich will dich suchen. In meiner Not, in meinen Fragen, in meinen Zweifeln, in meiner Freude. Und Herr, offenbare dich. Öffne meine Augen. Ich denke zum Beispiel an den Diener Gehasi. Könnt ihr euch an Gehasi erinnern? Die Geschichte, wer war sein Vorgesetzter? Elisa. Und die Armee kommt aus Samaria, Syrien, kommt auf sie zu und Elisa ist ganz entspannt und Gehasi denkt, was ist hier los? Wir werden gleich platt gemacht. Und was zeigt Gott? Seine Armee, eine riesen Armee an Engel, Feuer. Und der Blick ändert sich komplett. Und ich will uns ermutigen, einfach in unserem Alltag, Gott, öffne mir die Augen für dein Wirken. Vielleicht hat er dich beschützt, wo du es gar nicht gemerkt hast. Sein Engel war da. Man sagt dieses Wort Schutzengel im Deutschen auch als Nicht-Christ. Aber ich glaube an echte Schutzengel, auch als Christen. Engel, die da sind, die uns irgendwie beschützen. Keine Ahnung, vor allen möglichen Angriffen. Wo wir sagen, Gott öffnet, ich habe dich da geschützt. Danke, Jesus. Gott öffnet die Augen und zeigt dir etwas, wo du sagst, krass, ich hätte sonst wo landen können, wenn Jesus nicht mein Leben gerettet hätte. Sonst wo sein können. Mein Leben kaputt machen, wenn er nicht eingegriffen hätte. So beten wir, lass uns das gerade jetzt tun, dass Gott uns die Augen öffnet. Vielleicht für die Vergangenheit, in der Gegenwart, heute, aber auch für die Zukunft. Gott, öffne mir die Augen. Ich will dich wahrnehmen. Gerne auch in einzelnen lauten Gebeten. Danke dir, dass
mich geschaffen, wunderbar gemacht, Herr. Du hast mich geformt nach deinem Ebenbild. Und danke dir, Herr, dass du mich ausgerüstet hast. Und dich will ich loben, dich will ich preisen, dich will ich ehren, Herr. In ganzem meinem Leben. Danke, Herr, für dein Wort und segne es auch im Nachdenken. Amen. Ich habe diesen Psalm heute Morgen gelesen. Er hat zu mir sehr tief gesprochen. Ich denke, das ist ein Gebet von uns auch, als Gemeinde und persönlich. Und es ist Psalm 67. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse seine Angesicht leuchten über uns. Yeah. Warum? Dass man auf die Erde erkenne deinen Weg. Unter alle Nationen deine Hilfe. Es sollen dich preisen, die Völker, Gott, es sollen dich preisen, die Völker alle. Es sollen sich freuen und jubeln, die Völker schafften, denn das wird die Völker, denn du wirst die Völker richten in Gnaden. Sorry, es ist nicht so, es ist ein bisschen dunkel hier. Völker richten in Geradeheit und die Völkerschaften auf die Erde, du wirst sie leiten. Amen. Und Vater, wir danken dir, dass du bist ein Gott, die uns sieht, die gnädig zu uns bist und du hast uns gesegnet. Und du lässt dein Angesicht leuchten über uns, dass man auf die Erde erkenne deinen Weg, auch durch unser Leben, dass Leute erkennen deine Gegenwart unter allen Nationen deine Hilfe. Wir danken dir, dass du bist so ein wunderbar, wundervoller, mächtiger Gott und gnädig bist du. Herr, öffne du uns die Augen. Herr, öffne du uns das Herz, dass wir dich sehen. In deiner Herrlichkeit, in deiner Pracht. Dass unser Leben verwandelt wird in wahre Anbetung, Herr. Herr, aus uns heraus können wir das nicht und aus uns heraus wird es zu einer Pflicht. Aber wenn wir dich sehen, dann können wir nicht anders als dich anbeten. Amen. Amen. Also wir brauchen Offenbarung, Erkenntnis. Ich gebe euch ein Beispiel aus meinem Leben. Das ist nicht Anbetung an meine Eltern, aber es ist definitiv etwas, Offenbarung, Erkenntnis verändert. Seit ich Kinder habe, verstehe ich ein bisschen, was meine Eltern mit mir durchgemacht haben. Also als Kind habe ich es gar nicht verstanden. Ich dachte, warum haben wir so viele Regeln? Einfach laufen lassen. So viel Schokolade, wie es geht, so viel rausgehen und nicht früh ins Bett. Und jetzt kriege ich meine Kinder um 7.30 Uhr ins Bett. Jetzt ist Schluss mit Schokolade und Mama, Papa. Offenbarung von dem, was sie gemacht haben, habe ich jetzt ein bisschen auch. Ich verstehe, warum sie Sachen gemacht haben. Ich bin dankbar, dass sie mir Grenzen gesetzt haben. Ich fand sie damals blöd. Wenn wir Gott sehen, im Wort, dann gibt es Momente, warum tut er gewisse Sachen? Wir haben Kriege in der Bibel, wir haben, wo Gott Feuer vom Himmel schickt auf Sodom und Gomorra. Gewisse Sachen verstehen wir nicht, bis wir erkennen, zum Beispiel bei Sodom und Gomorra, wie heilig Gott ist und wie sehr Sünde auf seiner Erde unter seinem Geschöpf ihn reizt. Also wie er das hasst, wie er das nicht sehen kann, was Menschen mit Menschen tun und wo Gott sagt bei der Flut, Schluss jetzt. Aber für uns ist das so, warum? Gott, du bist doch so liebevoll. Aber wenn wir diese Heiligkeit erkennen und wie sehr Gott Sünde hasst, und das ist nicht etwas, das kann ich erklären, das muss der Heilige Geist uns offenbaren. Deswegen, also auch hier Anbetung, ein Lebensstil, wo wir wirklich sagen, von dem Moment, wo ich aufstehe, ich freue mich,
auf den Tag. Ich freue mich auf sein Wort. Ich freue mich, ihm zu begegnen. Ich freue mich, auf die Arbeit zu gehen, weil Gott wird auf der Arbeit sein. Ich freue mich, Leute zu sehen, auf die ich eigentlich gar keinen Bock habe. Also Leute, die mir schwerfallen, weil er hat mir Liebe in mein Herz gegeben. Für diese Menschen. Das kriegen wir nicht hin. Aber indem wir sehen, wie gut er ist, wie sehr er liebt, wie sehr er diese Menschen zum Beispiel liebt, was Gott vorhat. Ich denke an Pastor Wilson aus Australien, der war hier, hat Jüngerschaft gemacht mit diesem verrückten Mann, mit den langen Haaren, der geraucht hat und Frauengeschichten. Und der jetzt der Pastor ist über 120 Gemeinden in Afrika. Und wenn man diesen Blick jetzt hat, ist es leicht. Boah, ich hätte auf jeden Fall investiert in den, jahrelang. Aber in dem Moment siehst du jemanden, der unverbindlich ist, der Frauengeschichten hat, der raucht, der Probleme hat, der sich bekehrt hat, aber immer noch. Aber wenn man wüsste, boah, das hat Gott mit dem vor, na klar mache ich das. Also die Erkenntnis verändert deine Haltung. Was ich einfach uns mitgeben will, ist, wir brauchen Begegnungen mit Gott. Gott ist keine Bildstatue, Maria, Josef, ja, in der katholischen Kirche, so eine Statue. Gott ist lebendig, Gott ist Geist. Gott begegnet uns im Alltag und wir brauchen das, dass wir ihn anbeten. Der zweite Punkt in dem Thema wirklich für uns, Gott will angebetet werden und wir müssen ihn anbeten in Wahrheit und Geist. Jesus sagt, das ist mir noch nie aufgefallen, bis zu dieser Lehre, es wird die Zeit kommen, sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Er will es, nochmal, Gott will das. Gottes Geist und die, die ihn anbeten wollen, müssen, das Wort müssen, ist mir noch nie aufgefallen, müssen dabei von seinem Geist bestimmt und von der Wahrheit erfüllt sein. Wir können Gott aus uns heraus nicht anbeten, wie es ihm gefällt. Unsere Anbetung wird zu kurz kommen, also sie wird nicht ausreichen. Aber mit Gott im Geist gefällt es ihm. Es ist ein Wohlgeruch. Wir sehen bei Kain, Gott sagte, diese Anbetung nehme ich nicht an. Das ist nicht wohlgefällig. Aber wir sehen, sie müssen ihn in Geist und Wahrheit anbeten. Ich denke an zwei Gemeinden in Offenbarung, vielleicht könnt ihr euch an die erinnern, wo Gott auch sagt, ich nehme eure Anbetung nicht mehr an. Das Wort Anbetung nutzt er nicht, aber ihren Gottesdienst, ihre Taten. Offenbarung Kapitel 2 und Offenbarung Kapitel 3. Es gibt zwei Gemeinden, wo Gott sagt, ich nehme eure Anbetung nicht an. Ich nehme euren Gottesdienst nicht an. Einmal sagt er, ihr liebt mich nicht mehr von ganzem Herzen. Mit der zweiten Liebe. Welche Gemeinde war das? Ephesus, genau. Er sagt, ihr seid in der Gefahr, umgestoßen zu werden, ausgelöscht zu werden, weil eure Anbetung ist nebenbei. Es ist nicht mehr, die hatten reine Lehre, lesen wir. Gott sagt, ihr habt reine Lehre. Also Lehre, Hammer, die waren gut, also Bombe. Die hatten gute Werke, aber er sagt, ihr macht es nicht mit der ersten Liebe. Erste Liebe ist nochmal für mich im Endeffekt aus dem Geist. Ich kann nicht Gott aus mir heraus lieben. Ich brauche den Heiligen Geist. Ich aus mir heraus merke immer wieder, wie ein Schlendrian reinkommt. Schlendrian heißt für mich, ich kann die Bibel jeden Tag lesen, aber irgendwann nebenbei. So, nebenbei. Nicht von ganzem Herzen mit Hunger. Ich merke, boah, heute das Wort war gut, danke Jesus, okay, weiter geht's. So. Aber ihn von, wir lesen nochmal, ganzem Herzen, ganzer Seele, ganzer Kraft, ganzem Verstand. Und das ist kein Gesetz, du musst das. Das ist, was Gott in uns auslöst, wenn wir mit ihm eins sind, mit dem Heiligen Geist. Das macht der Heilige Geist. Wir lesen, er ist der Lehrer, er ist der Tröster, er erfüllt uns, er führt das aus, er macht das in uns. Bleibt in mir, ich in euch, ich bin der Weinstock und ihr werdet Frucht bringen. Gott macht das in uns. Deswegen, wir haben Offenbarung. Offenbarung schenkt uns, wie groß Gott ist. Und dann lesen wir hier, ihr müsst mich anbeten in Wahrheit und Geist. Und dazu habe ich einfach zum Beispiel zum Thema erfüllt vom Heiligen Geist, Epheser 5, 17 bis 21. Lydia, liest du uns das vor? Epheser 5, da geht es auch um Musik. Seid also nicht leichtsinnig und gedankenlos, sondern begreift, was der Herr von euch will. Und betrinkt euch nicht, denn das führt zu einem zügellosen und verschwenderischen Leben. Sondern lasst euch von Gottes Geist erfüllen, vom Geist Gottes erfüllen. Das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, indem ihr Gott, unseren Vater und dem
Herrn Jesus Christus alle Zeit und für alles dankt, indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus untereinander unterordnet. Hier auch einfach an die Lobpreisband. Dank jeden Sonntag, wie ihr uns dient. Alle, die dienen. Wir sehen hier einen Teil von der Erfüllung des Geistes. Ein Teil davon ist Lobpreis. Dass wir kommen aus der Woche, wir kommen aus Schwere manchmal und wir singen Gott und wir sehen, wir werden neu erfüllt mit Freude. Wir haben den Heiligen Geist alle Zeit bei uns. Amen. Er geht nicht weg. Wir verlieren den nicht, der geht nicht weg, weil er sagt, gerade Sünde da, ich muss weg. Was wir lesen, er kann gedämpft werden, er kann betrübt werden. Das sind Sachen, die wir lesen, aber er ist da, er geht nicht weg. Die Erfüllung, er ist auch zu 100% da. Wenn er betrübt und gedämpft ist, ist er immer noch zu 100% da. Er ist nicht zu halb da. Aber seine Wirksamkeit ist je nachdem, wie wir erfüllt sind, dass er unsere Gedanken lenkt, unser Herz formen darf, dass er durch unseren Mund reden darf. Das ist abhängig von der Intimität. Ist das verständlich? Wir haben immer den Heiligen Geist, aber wir können selber unser Leben führen, entscheiden. Aber wenn wir, und hier steht, lasst euch erfüllen vom Heiligen Geist. Hier steht, wir müssen, damit es Gott gefällt, aus dem Geist anbeten. Und ich will uns ermutigen, Gott erwartet nicht, ich habe ein Bild gesehen aus Griechenland zum Beispiel, vollkommen blutige Knie, die krabbeln Treppen hoch zu irgendeiner heiligen Kirche da und die beten an jeder Stufe und die müssen, keine Ahnung, ob die bluten müssen, aber damit die da hinkommen und dann oben Gott gefallen. Das ist so ein Ziel, Gott zu gefallen. Also das Bild sieht brutal aus. Heute, das ist nicht Mittelalter, das ist heute. In Griechenland, auf irgendeiner Insel, irgendeine Kirche. Wir müssen nicht bluten oder was auch immer uns schlagen wie in der katholischen Kirche. Wir dürfen zu Gott kommen auf der Arbeit. Wir dürfen zu Gott kommen beim Spazieren, im Auto. Wir haben heute CD-Player oder AUX oder was auch immer, Bluetooth im Auto. Wir können während dem Autofahren Loblieder singen. Wir haben auf dem Handy Loblieder. Wir können Gott loben, Gott preisen. Überall. Manch einer darf sogar auf der Arbeit Kopfhörer reintun. Gott loben, der währenddessen. Wir können Gott loben, aber wir lesen, dass wir erfüllt werden, immer wieder neu. Immer wieder neu, dass Gott uns bestimmt, unsere Gedanken bestimmt, unsere Worte bestimmt. Und hier will ich weitermachen, weil es ist ein Lebensstil. Bei allem, was ihr tut, wir haben es schon mal gelesen, aber ich will es nochmal hervorheben, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht den Menschen. Ihr wisst ja, dass ihr vom Herrn mit dem himmlischen Erbe belohnt werdet. Ihr dient doch Christus dem Herrn. Es ist so, ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Ich will kurz auf das griechische und hebräische Denken eingehen. In Griechenland gab es einen Philosophen, der hieß Plato. Plato hat gesagt, der Körper ist schlecht, ein Gefängnis, nicht gut. Es gibt Sachen, die sind geistlich. Ich weiß gar nicht, was er für ein Gottesbild hat, muss ich gestehen, ich habe das nicht studiert. Aber es gibt Sachen, die sind geistlich und ungeistlich. Und geistlich war zum Beispiel über wichtige Sachen nachdenken und über wichtige Sachen reden mit anderen Glaubensgeschwistern von Plato. Ungeistlich war Essen, ungeistlich war Sexualität, ungeistlich war Arbeiten. Und Plato zum Beispiel hatte Diener und in Griechenland war es so, wenn man geistlich war, dann war das Ziel, dass man nicht mehr arbeiten muss, weil Arbeiten war ungeistlich, dass man Sklaven hat, die alles machen, von Wäsche, Kochen, alles. Das war das Ziel. Leider ist dieses Gedankengut teilweise auch unter Christen. Das heißt, wenn ich arbeite, ist es ein Stück weit ungeistlicher, als wenn ich Bibel lese. Dass mich Arbeit nicht so erfüllt in meiner Beziehung mit Gott, wie Bibel lesen und beten, ja. Dass ich da also eine andere Verbindung mit Gott spüren kann. Das ist ja, aber es ist genauso geistig. Ich gebe einfach dieses Beispiel, das Buch Levitikus. Wer von euch feiert das Buch 3. Mose, Levitikus? Wer von euch sagt, boah, einer meiner Lieblingsbücher der Bibel? Kurz Hand hoch, Halleluja. Boah, Bruder, richtig gut. Gott schreibt in Levitikus 613 Gebote von dem, wie man mit Krankheit umgeht, wie Frauen mit gewissen Tagen umgehen, wie man mit Menschen umgeht, die Fremdlinge sind, die reinkommen, Essen, Sabbat, alles Mögliche.
Gott ist Geist, Amen. Und Gottes Gedanken sind aus dem Heiligen Geist. Wenn Gott über Arbeit bis Sexualität, bis Krankheit, bis alle möglichen Sachen redet, dann ist Gott interessiert an diesen Sachen. Wir halten nicht mehr alle 613 Gebote, ja. Aber worum es mir geht, um das Prinzip, für Gott war all das interessant. Ich habe, manchmal lese ich gerne durch meine Eltern geprägt, rabbinische Gedanken. Das ist jetzt ein bisschen komisch, aber ich sage es einfach ganz bewusst. Es gibt sogar ein Gebet nach dem Klogang, das Rabbis geschrieben haben, Herr Gott, danke, dass mein Darm sich entleert hat, danke, dass er funktioniert. Warum schreiben die Rabbis das? Weil sie sogar sagen, sogar darin können wir Gott Danke sagen, dass wir das, also sowas Abstraktes, das hat nichts mit Gott zu tun und ich will nicht darauf eingehen. Worum es mir geht, ist, Gott ist überall. Gott, für ihn gibt es nicht geistlich und ungeistlich, das gab es für die Juden nicht, für die Griechen gab es das sehr stark durch ihre Philosophen und wir im Westen sind durch die Griechen geprägt. Was ich uns mitgeben will, Anbetung ist überall im Alltag. Alles, was ich tue, kann ich tun und dabei Gott gefallen. Es gibt einen Bruder, der heißt Bruder Lorenz, mittelalterlicher katholischer Mönch, der hat ein Buch geschrieben, Ein Leben in der Gegenwart Gottes. Und er schreibt, ich bin Gott genauso nah. Er war Koch in diesem Kloster, während ich Teller wasche, bin ich Gott genauso nah wie vor einer Stunde, als ich noch gebetet habe, beschreibt er in seinem Buch. Kann man nachlesen, ganz kurz, glaube ich, 1,5 Stunden. Maria, du hast bestimmt schon mal so gelesen, oder? Maria hat alle Bücher gelesen, die ich schon gelesen habe, bestimmt. Aber der Bruder sagt, egal was ich tue, ich will meine Gedanken auf Gott ausrichten. Und ich finde einfach diesen Satz so schön, wie er sagt, sogar eine Stunde nach der stillen Zeit, während ich Teller wäsche, bin ich Gott genauso nah. Aber dafür müssen wir überhaupt erstmal glauben, dass Gott da ist und nicht sagen, ich habe Gott in der bibelstillen Zeit gelassen, ich habe ihn in der Gemeinde gelassen, ich habe ihn zu Hause. Gott ist überall dabei. Das ist ein Lebensstil. Ich gebe noch ein Beispiel. Fußball oder Sport. Manch einer hat vielleicht erlebt, wie ein sehr netter Mensch plötzlich auf dem Sportplatz ein ganz anderes Gesicht hat. Schreien, Fluchen, Blutgrätsche und was auch immer, wie plötzlich etwas ganz anderes rauskommt, eine ganz andere Herzenshaltung, was ich nicht sagen will, auch hier, man darf gerne Spaß haben beim Sport und sich investieren und reinhauen, aber sogar beim Sport beten wir an, sogar beim Sport spiegeln wir Jesus wieder. Und manch einer sagt, ey, ich habe Christen kennengelernt beim Sport, so will ich nicht sein oder das ist wie abschreckend. Sogar beim Sport können wir Gott widerspiegeln. Ich will eine Ermutigung an die Teenies. Du bist nicht, bist du die einzige Teenie heute hier? Nee, du bist auch noch in der Teenie, oder? Da auch, ihr seid nicht mehr in der Teenie, ihr seid bei der Jugend, ne? Du bist auch noch in der Teenie, Hedi. Die Olga Munch oder Much, die Lehrerin hier hat gesagt, ihr habt so tolle Teenies. Die spielen miteinander, die reden miteinander, die haben mir geholfen. Er sagt, sowas habe ich noch nicht gesehen mehr in der Zeit jetzt. Also ihr habt nicht über Gott geredet, soweit ich weiß, jetzt nicht erwähnt. Ihr habt nicht irgendwie sie evangelisiert, aber sie sagt, euer Leben ist für sie ein Zeugnis. Sie kennt das sonst nicht. Das ist Anbetung. So wie ihr mit dieser Frau umgeht, ihr habt irgendjemand gesagt, kann ich dir helfen beim Tragen von der Tasche? Das war für sie unglaublich ein Zeugnis. Gott kriegt dadurch die Ehre. Amen. Wenn wir einkaufen, können wir Zeugnis sein, wie wir einkaufen. Es ist ein Lebensstil. Und nochmal, wir sind teilweise griechisch geprägt. Als Beispiel auch in der Gemeinde über Sexualität zu reden. Gott hat Sexualität geschaffen. Gott sagt, es ist gut, dass ein Mann und eine Frau zusammenkommen. Gott sagt, sie sollen ein Fleisch werden. Gott steht dahinter. Aber es ist manchmal in der Gemeinde wie so ein Thema. Und wo man vielleicht denkt, ist das denn auch geistlich? Das ist genauso geistlich. Es gehört auch dazu, zur Anbetung. Ja. Gott hat den Menschen nur bis zum Bauchnabel geschaffen.
in diesem will ich einfach ermutigen. Gott will angebetet werden in allem. Gott kann nur angebetet werden in Wahrheit und Geist. Wir lesen, er sagt, ihr müsst mich anbeten. Wir können das nicht aus uns heraus. Das kommt, indem wir eine Offenbarung bekommen, indem wir erfüllt werden. Und Gott will angebetet werden in allen Sachen. Und das verändert unsere ganze Haltung. Arbeit kann nur anstrengend sein, oder wir sagen, Herr, sogar während ich arbeite, das soll dir ein Wohlgefallen sein. Bei allem, was ihr tut, arbeitet von Herzen, als würdet ihr dem Herrn dienen und nicht Menschen. Ob es jetzt an einer Maschine ist, ob es jetzt mit Menschen ist. Ich war im Amt, meine Nummernschilder zu wechseln. Da waren auch ganz viele Flüchtlinge. Ich habe mit dem Amt da kurz geredet, wie geht's euch? Und das Amt war so genervt von gewissen Flüchtlingen. Und das tut mir so leid, ich kann es verstehen, Sprachbarriere, Fragen und so weiter. Aber ich glaube auch da, ein Christ kann zum Beispiel da sein und eine Liebe ausdrücken, die sie nicht mehr so oft bekommen, weil man sagt, wir haben so viele Flüchtlinge, die sind so anstrengend. Und dann ist jemand da, der sieht die als jemand, der Jesus braucht, der die Liebe Gottes braucht. Überall, glaube ich, wir können erleben, wie Gott durch uns wirkt. In allen Sachen. Und das ist Anbetung. Es ist nicht nur, ich rede mit Gott. Jemand sagte mir, Samuel, Anbetung ist immer, wenn ich mit Gott rede. Nein, es ist in all den Sachen, kann ich Gott anbeten. Gott hat einem Mann in der Bibel, in 2. Mose, den Heiligen Geist geschenkt für das Handwerk. Weiß jemand noch, wie der heißt? Bezalel, genau. Der Heilige Geist kam, es steht, er wurde erfüllt, um Sachen aus Gold und so weiter schön zu formen. Er bekommt den Heiligen Geist für handwerkliche Tätigkeiten. Also geisterfüllte Arbeit im Handwerk. Amen. Das war Anbetung, während er diese Stiftshütte gebaut hat und alles geformt hat. Und ich will uns ermutigen darin, dass wir Gott wirklich sagen, Gott, ich will, mein ganzes Leben soll Anbetung sein. Und das erfüllt ganz anders. Wenn ich mit Jugendlichen rede auf der Straße, ich höre so viel, mein Leben ist leer. Die Jugendlichen haben nicht mehr, innerlich ist so leer, mit denen, die sind so leer. Und wir können sagen, ey, egal was wir tun, wir können Erfüllung erleben in Jesus. Ich will jetzt hineinkommen in etwas, das ist für mich spannend. Ich denke darüber einfach schon länger nach. Wir lesen erstmal Jesaja 1, 11 bis 19, damit wir ein bisschen da reinkommen. Kann jemand bitte das vorlesen? Jesaja 1, 11 bis 19. Andi. Was soll ich mit der Menge eurer Opfer, spricht Jahwe. Ich habe es satt, dass ihr mir Schafböcke und das Fett von Mastkälbern verbrennt. Das Blut von Stieren, Lämmern, Böcken mag ich nicht. Wenn ihr in den Tempel kommt, um von mir zu erscheinen, meine Vorhöfe zertrampelt, wer hat das von euch verlangt? Lasst eure nutzlosen Opfer. Euer Weihrauch ist mir ein Gräuel. Neumond, Sabbat und andere Feste. Sündige Feiern ertrage ich nicht. Und wenn ihr betet mit ausgebreiteten Händen, verhülle ich meine Augen vor euch. Auch wenn ihr mich noch so mit Bitten bestürmt, höre ich nicht, denn eure Hände sind voll Blut. Wascht und reinigt euch, schafft mir eure bösen Taten aus dem Weg. Hört auf, vor meinen Augen Böses zu tun, lernt Gutes zu tun und fragt nach dem, was richtig ist. Weist die Unterdrücker zurück, verhelft Waisen und Witwen zu ihrem Recht. Kommt her, wir wollen sehen, wer im Recht ist, spricht Jahwe. Wenn eure Sünden rot sind wie das Blut, werden sie doch weiß wie Schnee. Und wenn sie rot wie Purpur sind, werden sie wie weiße Wolle sein. Wenn ihr willig auf mich hört, dürft ihr die Früchte des Landes genießen. Amen, danke. Die Gefahr als christlich Sozialisierter. Wir wachsen auf in Gemeinde und wissen teilweise, was man wann, wie, wo macht. In der Kirche hat man sich hinzusetzen. Früher war es, ich weiß noch, ich habe mich ein bisschen bewegt, Samuel, in dieser Gemeinde bewegt man sich nicht. Dann habe ich die Hand gehoben, Samuel, Hand runter, man hebt nicht die Hände. Ich bin in der Pfingstgemeinde groß geworden, da wusste jeder, wenn du geistig sein willst, also Hände heben war so ein bisschen normal und Hände runter war dann nicht so geistig, als Beispiel.
Wir wachsen auf mit Gemeinde und wissen, okay, so eine Meinung sollte ein Christ haben. Zum Beispiel zum Thema Abtreibung, Homosexualität oder Gender. Okay, so sollte ein Christ denken, da habe ich die Meinung dazu. Wir wissen, wie ein Christ zu reden hat. Dann gibt es irgendwas und dann sagt man, preis den Herrn. Halleluja. Der Herr ist gut. Der Herr ist treu. Wir wachsen auf mit Kirche. Viele von uns seit Kindheit. Und man weiß, wie man sich zu verhalten hat als Christ. Was man zu hören hat. Zum Beispiel könnte man in die Gemeinde fahren und während man da fährt, hört man nicht christliche Musik. Kommt man an, wechselt man den Kanal, christliche Musik. Und wenn jemand hören würde, was ich hören würde, nein. Also in der Kirche das. Als christlich Sozialisierte kann es sein, dass wir Dinge tun, weil es anerzogen ist und nicht, weil wir Jesus lieben. Jesus hier sagt etwas ganz Komisches zum Volk Israel. Ganz, ganz komisch. Die sind wirklich verwirrt. Was soll ich mit der Menge eurer Opfer? Und im Endeffekt sagen die Juden im Bauch, du hast ein Buch geschrieben mit zig Opfern, die wir bringen müssen. Ich habe es satt, ich will das nicht, das Blut und so weiter. Wer hat das von euch verlangt? Du Gott, du hast das verlangt. Lasst eure nutzlosen Opfer, euer Weihrauch ist mir ein Gräuel. Du wolltest doch das, und die mussten so einen ganz besonderen Weihrauch machen. Ganz, ganz besonders in der Stiftshütte im Tempel. Und dann die Festtage, der Sabbat. Gott, du hast doch gesagt. Und was sagt er? Das will ich alles gar nicht. Was will er denn von eigen? Was will er eigentlich? Was will er eigentlich? Er will ihr dankbares Herz. Wenn wir gucken, zum Beispiel, gucken wir uns verschiedene Leute in der Bibel an, dann denke ich daran, wie zum Beispiel Gott über Mose sagt, was für ein demütiger Mann. Die Gesetze sind gekommen mit Mose. Mose war nicht bekannt. Boah, der hat alle Gesetze gehalten. Er war ein Mann, der Gott liebte. David, wie heißt David mit Spitznamen? Spitzname. Genau, ein Freund Gottes, ein Mann nach Gottes Herz. Hat David alle Gebote gehalten? Lang nicht. War David ein Mann mit einem sauberen Leben? Nein. Gott sagt aber, das ist ein Mann nach meinem Herzen, nicht weil er die 613 Gebote gehalten hat, sondern weil er Gott liebte. Wir gucken im Alten Testament, während wir die 613 Gebote haben, keiner wird in der Bibel gelobt, der die 613 Gebote hält. Wir sehen immer wieder, dass Gott Menschen hervorhebt, die ihn lieben. Josef lebte vor dieser Zeit mit allen Geboten, aber Josef, ein Mann, der rein war. Daniel lebte nach den Geboten, also die gab es dann schon. Daniel ist nicht bekannt als ein Mann, der die 613 Gebote gehalten hat in Babylon. Wofür ist Daniel bekannt? Genau, der war treu, hat Gott geliebt, hat Gott gesucht, Gott gehorcht. Also hier, wir haben diese ganzen Sachen, wo die Leute, die verstehen diese Aussage nicht von Jesaja, von Gott, für die ist das ganz, ganz komisch. Du hast doch gesagt, wir sollen das tun. Aber Gott sagt, ich will das nicht, wenn ich euch anschaue. Eure Hände sind voller Blut, wascht euch, schafft die bösen Taten weg. Und als Christen haben wir die Gefahr, christlich sozialisiert, etwas zu tun, sonntags zum Beispiel zur Kirche zu kommen, weil das dazugehört. Es gehört sich als Christen, in die Kirche zu kommen. Ich habe eigentlich gar nicht so Bock auf die Kirche. Predigt und Lobpreis, eigentlich gar nicht so Lust. Aber es gehört sich halt. Und dann sitzen wir da und vielleicht sind wir sogar genervt vom Gottesdienst. Und Gott sagt dann lieber, komm nicht. Tu Buße, bitte, dass du erfüllt wirst. Wenn ich hier sitzen muss. Gott sagt, hier, ich brauche das nicht. Du musst nicht Bibel lesen und beten, wenn du das machst, um Gott einen Gefallen zu tun. Weil das sich gehört als Christ. Kleiderordnung, wir haben das bei uns jetzt nicht, aber Kleiderordnung, ich denke an, ich muss einen Rock tragen als Frau oder ich muss ein Kopftuch tragen. Ich muss das tun, weil die Gemeinde das sagt. Wir dürfen das von ganzem Herzen tun. Und wenn nicht, Gott sagt, ich brauche das nicht. Ich brauche dieses Getue nicht.
Ist es gut, zur Gemeinde zu kommen, auch wenn ich keinen Bock habe? Ja, Halleluja. Es kann mich schützen davor, zu Hause sonst was zu machen mit der Zeit. Was ich nicht sagen will, ist, ja, und wenn ich es nicht tue, dann kann ich einfach auf die Kacke hauen, einfach machen, was ich will. Darum geht es nicht. Aber es geht darum, wir haben die Gefahr, wenn wir christlich groß werden, Sachen zu tun, weil es sich gehört. Aber eigentlich, weil wir haben gar keinen Bock drauf. Jesus sagt, ihr Heuchler, auf euch trifft genau, was Jesaja geweissagt hat. Dieses Volk betet mich mit den Lippen an, aber sein Herz ist weit weg. Wir können im Gottesdienst sein, aber wir denken über ein Fußballspiel, über ein Essen, über ein Treffen nach und sind mit Herzen ganz weit weg. Wir können die Bibel lesen, boah, und meine Frau zum Beispiel liest gerade die Bibel in einem Jahr durch. Und dann liest man die Bibel, man weiß, boah, ich habe 10 Kapitel. Boah, wann sind die 10 Kapitel dabei? Fertig, damit ich endlich was anderes machen kann. Aber ich will ja meine 10 Kapitel, damit ich die Bibel in einem Jahr durchlese. Das gehört sich halt so. Einmal im Jahr die Bibel lesen. Versteht ihr, was ich meine? Also wir haben teilweise die Gefahr, als christlich Sozialisierte Sachen zu tun, weil sich das gehört. Ich denke nochmal, ich habe es vorhin schon erwähnt, Epheser und Laodicea, die Gemeinde nochmal, Epheser hat alles richtig gemacht, aber Gott sagt, eure Liebe fehlt. Bei Laodicea finde ich spannend, Gott sagt, ich klopfe an. Was heißt das, wo ist Gott mittlerweile? Außerhalb der Gemeinde. Ich klopfe an, kann ich wieder reinkommen? Ich würde gerne mit euch wieder essen, sagt er. Ich würde gerne mit euch wieder Gemeinschaft haben, sagt er. Aber ihr seid gar nicht mehr mit mir. Ich bin gar nicht mehr mit euch. Euer Leben ist schon so weit weg entwickelt. Ihr sagt, ihr seid reich. Ich sag, ihr seid arm. Ihr seid nackt. Ihr seid blind. Aber wir treffen uns doch jeden Sonntag, Gott. Und wir haben krasse Lobpreiszeiten. Und Gott sagt, ich bin gar nicht da. Das ist eine Gefahr. Und ich kenne die Gefahr aus meinem Herzen. Ich kenne die Gefahr aus meinem Leben. Und ich finde sie sogar teilweise noch krasser als Freigestellter, weil allein von der Arbeit darf und in Anführungsstrichen muss ich die Bibel lesen, weil das gehört dazu. Ich habe nicht ein Buch über Autos und Reparieren. Das Hauptbuch ist, lese die Bibel. Halleluja, danke Jesus. Aber auch das kann zu einem, ich sag mal, vergleichbaren Mathebuch werden, das ich seziere, Griechisch und Hebräisch und was auch immer, aber gar keinen Bezug mehr dazu persönlich habe. Das ist möglich. Und so, da will ich uns auch herausfordern. Gott ruft uns auf, ihn anzubeten in Wahrheit und Geist. Das können wir nicht aus uns heraus. Wir brauchen den Heiligen Geist, eine Offenbarung, eine Erkenntnis von ihm, erfüllt zu werden. Wir dürfen das im Alltag tun. Das muss nicht nur 90 Minuten am Sonntag sein. Oder stimmt, bei uns sind es 2 Stunden mittlerweile Gottesdienst. Wir dürfen das die ganze Woche machen. Und die Herausforderung, die wir haben, wenn wir christlich groß werden, ist wirklich einfach, dass wir ja, das machen, weil es sich gehört. Und ich will hier nicht einen Druck machen. Ich will hier nicht sagen, du guter oder schlechter Christ, wir sind gerechtfertigt durch Jesus. Wir sind gut durch Jesus und nicht, weil wir toll sind. Aber die Erfüllung, die Freude für uns und für Gott ist einfach in dieser Reise, dass wir es mit und für ihn tun. Und nicht, weil es sich einfach gehört. Und hier sind Fragen, diese PowerPoint, die kann man einfach nochmal zu Hause nachlesen. Vielleicht, wo habe ich Götze im Leben, die ich zerschlagen muss? Wenn ich dann zerschlagen denke, dann denke ich an Gideon. Gideon hat die Götzen zerschlagen. Wo habe ich Götzen im Leben, wo ich sagen muss, Schluss. Ich nehme wirklich ein praktisches Beispiel aus meinem Leben. Ich habe gemerkt, auf meinem Handy kann ich lesen, wie viel Zeit ich am Handy verbringe, dass ich zu viel Zeit am Handy verbracht habe. Zu viel Zeit heißt wirklich, ich habe die Bibel gelesen, habe ich Handy angemacht und eine Stunde war so schnell, also schneller als bei der Bibel, locker. Und ich habe jetzt zum Beispiel etwas gemacht, dass ich nur noch 3 Minuten am Tag in einem Browser sein kann und dann ist das Ding zu, fertig. Ich habe WhatsApp nur noch 1 Stunde am Tag und dann, ich muss meine Arbeit in 1 Stunde WhatsApp schaffen, fertig. Also ich habe Sachen reduziert, ganz bewusst, weil ich gemerkt habe, ich schaffe es nicht, mich zu kontrollieren. Also ich merke, das passiert einfach. Ich gucke und das passiert einfach. Und was ich nicht machen will, ist ein Gesetz. Was ich aber einfach sagen will, ich musste Grenzen setzen, weil ich gemerkt habe, das nimmt mir meine Zeit. Ich musste das für mich tun. Meine Frau hat das Passwort, damit ich das nicht ändern kann. Und worum es mir einfach geht, ist, Gott verdient alle Anbetung. Wir haben einen eifersüchtigen Gott. Er verdient es, angebetet zu werden. Er verdient es. Und wir als Gemeinde, wir lesen, das ist für mich einer der schönsten Verse hier überhaupt in diesem Abschnitt.
Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliges Volk, das Gott selbst gehört. Und das wird oft erwähnt, Identität. Jetzt hier, er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Wozu? Damit wir verkündigen, wie unübertrefflich er ist. Das ist die Berufung der Gemeinde. Zu erzählen, wie wunderbar unser Gott ist. Mein Gott hat mich gerettet und mich befreit von Süchten, von Ängsten. Mein Gott hat mich geheilt, körperlich. Mein Gott hat mich gerettet. Mein Gott heilt und entwickelt meine Ehe. Mein Gott wirkt noch heute. Halleluja. Das ist, wozu die Gemeinde berufen ist. Es ist ein Großteil der Gemeinde, ist einfach nur davon zu reden, wie wunderbar ist das Anbetung. Und wir können oft darüber reden, was die anderen Gemeinden falsch machen, was man noch ändern muss, was nicht gut läuft. Aber unsere Berufung, ihr seid auserwählt. Wir sind berufen aus der Dunkelheit ins Licht, um zu erzählen, wie wunderbar Gott ist. Amen. Und ich will abschließen mit diesem Bild als Ermutigung. Und dann haben wir drei wunderbare Lieder. Mose war ein Hirte für das Kleinvieh seines Schwiegervaters Jethro, des Priesters von Midian. Als er die Herde hinter die Steppe führte, kam er an den Gottesberg, den Horeb. Dort erschien ihm der Engel Jahwes in einer lodernden Flamme, die aus einem Dornbusch herausschlug. Mose sah, dass der Busch brannte, aber nicht von den Flammen verzehrt wurde. Warum verbrennt der Dornbusch nicht, dachte Mose. Das muss ich mir aus der Nähe ansehen. Als Jahwe sah, dass Mose näher kam, rief Gott ihm aus dem Dornbusch heraus zu: Mose, Mose, hier bin ich, erwiderte dieser. Du bist der brennende Busch. Es gab sicherlich tausende Büsche in dieser Steppe. Tausende. Mose sieht diesen einen Busch und der brennt. Vielleicht gab es auch das schon, dass irgendwann mal einer gebrannt hat, weil er sagt, warum verbrennt der nicht? Also durch die Hitze, warum auch immer. Dieser ist komisch. Der guckt sich den näher an und aus dem Busch redet Gott. Gott sucht Gefäße, sagt er in seinem Wort, die er erfüllen kann mit seinem Heiligen Geist. Das sind wir seine Kinder. Er sucht Menschen, wo er seinen Heiligen Geist hineinlegen kann, durch die er spricht. Apostel Kapitel 2, der Geist kommt und die Apostel predigen das Evangelium. Sie sind das Werkzeug, das Gefäß. Es steht in Korinther, wir sind Gefäße, irdische Gefäße mit himmlischen Schätzen. Das Evangelium, der Heilige Geist, leben in uns. Und Gott will durch uns sprechen. Wir sind leider, wir sind 8 Milliarden Menschen auf dieser Erde. Unter 8 Milliarden Menschen fallen wir nicht so schnell auf. Wir sind eigentlich nicht viel. Hier in Derdorf wohnen insgesamt, ich glaube in der Umgebung oder was, 10.000 mit allen, also Kreis Derdorf oder was. Wir sind auch hier nicht so groß. Wie bitte? Verbandsgemeinde, was habe ich gesagt? Kreisgemeinde? Verbandsgemeinde. Verbandsgemeinde, 10.000. Wir sind nicht so groß. Aber unter diesen tausenden Büschen fiel dieser eine Busch auf, weil da Feuer war. Und der Heilige Geist ist Feuer. In den Psalmen gibt es einen spannenden Vers. Es steht, wer kann wohnen unter dem verzehrenden Feuer? Die, die heilig leben. Das ist sehr, sehr spannend. Wer kann wohnen unter dem verzehrenden Feuer? Die, die heilig leben. Gott will mit uns wohnen, obgleich er ein verzehrendes Feuer ist. Gott will mit uns sein. Gott will uns erfüllen, dass wir als seine Gefäße seine Worte reden, dass er durch uns spricht, dass Menschen kommen und sehen, du bist anders. Du bist erfüllt mit einem Feuer. Der Heilige Geist kam wie Feuerzungen auf die Häupter in Apostel Kapitel 2. Kam wie Feuer. Jeremia sagt, ich wollte schweigen, aber ich konnte nicht. Es war wie Feuer in mir. Gott, ein Bild davon, von ihm ist auch, er hat Wind, Feuer. Und dieser brennende Busch ist für mich ein Beispiel, eine Ermutigung. Unser Leben der Anbetung kann ein brennender Busch sein in dieser Welt. Und Leute werden anfangen zu sehen, da ist ein brennender Busch. Auf der Arbeit zum Beispiel, du bist ein Arbeitskollege. Die gehen einkaufen und sehen noch jemand, der sieht genauso komisch aus wie du. Lächelnd,
redet irgendwie so ähnlich wie du. Dann gehen die nach Hause, in der Nachbarschaft ist noch so jemand wie du. Wir haben alle den gleichen Heiligen Geist, Amen. Wir haben nicht verschiedene Geister. Er hat die gleiche Frucht, Liebe, Freude, Frieden, Sanftmut, Geduld. Er hat die gleiche Frucht, er hat die gleiche Sprache der Liebe, der Ermutigung. Der Heilige Geist lästert nicht, der Heilige Geist lügt nicht. Der Heilige Geist ermutigt, er baut, spricht Wahrheit, Hoffnung. Der Heilige Geist zerstört nicht. Er gibt Menschen Leben. Und die sehen das. Ey, du bist doch genauso wie die Janine. Kennst du Janine? Nee, kenn ich nicht. Kennst du den Thomas? Nee, kenn ich auch nicht. Aber die reden auch so wie du. Ich habe das mit meinem Freund Sulemann, mit dem ich seit 9 Jahren unterwegs bin aus Wienau. Ah, der hat sich noch nicht entschieden, obwohl er es versteht. Aber er sagte, ich war letztens mit Bekannten, die reden genau das gleiche Zeug wie du, Samuel, lieber Jesus. Die sind genauso. Die haben mich eingeladen, ich habe bei denen gegessen, das ist ein Ehepaar ohne Kinder. Die sind genauso wie du. Wir haben alle den gleichen Heiligen Geist. Wir haben das gleiche Wort, wir haben die gleiche Botschaft. Und wir dürfen dieser brennende Busch sein. Unser Leben darf Anbetung sein, wo Menschen sehen, es geht um Jesus, es geht nicht um mein Aussehen. Es geht nicht um mein Haus. Ich bin dankbar, wenn ich ein Haus habe. Ich bin dankbar, wenn mein Auto sauber ist. Ich bin dankbar für all diese Sachen. Aber es geht in meinem Leben um Jesus. Zu leben ist Christus, zu sterben gewinnen. Und da will ich uns ermutigen. Wir sind dieser brennende Busch. Wir können dieser brennende Busch sein. Wir können auch kein brennender Busch sein. Aber der Heilige Geist lebt in uns. Und wir lesen, er redet durch den Busch, durch dich. Er lebt in uns. Und das ist der Segen von einem Leben in Anbetung. Wenn wir ein Leben führen für uns, wir sind Christen, er rettet aus Gnade, nicht durch Werke, für den Himmel, aber wir haben immer noch die Möglichkeit für uns zu leben. In Korinther lesen wir, die waren im Chaos, wir lesen, wie die in Sünde gelebt haben. Paulus nennt sie immer noch Heilige, Paulus sagt immer noch, ich freue mich über euch, aber er sagt, ihr habt ganz viele Kranke und Tote und Probleme. Ihr seid kein Zeugnis, ihr seid sogar eher ein Ärger. Aber wir können der brennende Busch sein als Gemeinde, die Stadt auf einem Berglicht. Wir können das sein. Das ist mein Gebet. Amen. Amen. Ich würde gerne jetzt diese 3 Lieder singen, Lydia. Daniel, machst du die Liedtexte? Und dann danach, vielleicht haben wir noch eine Austauschrunde der Ermutigung, eine Austauschrunde vielleicht von Fragen, eine Austauschrunde vielleicht auch, wo wir sagen, was nehme ich mit oder was fordert mich heraus? Was ist etwas, womit ich kämpfe vielleicht in den Aussagen? Genau. Und diese Lieder sind eine Antwort einfach in diesem, was wir gehört haben. Gott ist würdig aller Anbetung. Er thront, er regiert, er hat das letzte Wort, er hat die Erde geschaffen, haben wir gehört. Er hat uns geschaffen mit seinen Händen. Wie wunderbar ist das? Und diese Lieder sind eine Antwort, eine Anbetung zu Gott. Er ist würdig aller Anbetung.